Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit Auren Grunchgau und Civilization 5. Beim letzten Mal haben wir uns überlegt, ob wir nicht eventuell die schutzlose Stadt da einnehmen. Ja, ich überlege tatsächlich, was passiert, wenn wir denen jetzt den Krieg erklären. Machen wir es einfach. Was hilft uns anscheinend nichts, so wie es aussieht. Wir kommen nicht ran. Trotzdem ganz lustig. Wir versuchen es einfach mal weiter. Große Firewall von Augustus Caesar beendet. Jetzt kann ich die nie wieder ausspionieren. Oh. Und ein Daga. Ja, wenn das klappen würde, ey. Gut, jetzt jagt er ja da seine Leute hin. Aber die sind jetzt so schutzlos, dass ich jetzt eigentlich nur ein bisschen vorrücken muss. Und dann kann ich da dann richtig, richtig Rabatz machen. Nein! Mist. Das wäre so schön gewesen, aber gut. Damit wären die, glaube ich, soweit ich das sehe, ausradiert. Ja, so sei es. Jetzt haben wir hier auch immer noch so ein bisschen abgeschnitten mit Braga, was mich so ein bisschen anpisst. Ein großes Problem, was ich außerdem sehe, ist, dass ich keine ordentlichen Seeeinheiten habe, um da richtig abzugehen. Ein bisschen was modernisieren kann ich hier. Das ist ja schon mal etwas. Ach, den Lancia wollten wir mal gucken, vor der letzten schon mal, aber da kann man nichts machen. Der ist noch so, wie er ist. Ja gut, dann ist das so. Einheit benötigt Befehle, Bereitschaft, Bereitschaft. Tja. Montezuma lebt noch. Das wäre krass. Na, Spanien hat uns denunziert, bla bla, Keks. Lasst mich in Ruhe. Ich komme gar nicht auf den dummen Gedanken. Was waren denn die Perser mit so vielen Schlachtschiffen? Eigenartig. Aber gut.
Heißt abwarten, erstmal, was die da tun. Ah ja, Ruhm ist uns feindlich gesonnen, das weiß ich selbst. So ist das aber nun mal. Revolution. Genua begegnet, alles klar. So, was bauen wir denn als nächstes hier? Stadion. Hier sind wir fertig. Müssen wir erstmal wieder in den Wohlstand gehen. Hier kann Flughafen gebaut werden. Hier ein Schrein. So, also wir sind hier auf der Westseite, nee, Ostseite, ein bisschen stärker als auf der Westseite. Ich habe so ein ganz, ganz dummes Gefühl. Eisen brauchen wir nicht. Tut mir leid. Das geht mir nämlich auf den Keks. Gib mir was Ordentliches oder lass es. Die Zulu haben jetzt alle denunziert, sehe ich gerade. Gut, gut. Boah, Roma-Hubschrauber. Das macht mich fertig. Computertechnologie, nee. Die Kernspaltung wäre wichtiger. Kernspaltung. Ab in die nächste Runde. Hoffen, dass die Römer mich in Ruhe lassen. Mal, wie mir die Portugiesen auf den Keks gehen. Das kann man nicht beschreiben. Krieg, nee. Dann lieber in den Wohlstand gehen. Ich werde hier unten jetzt anfangen. Ne? Ach, hier habe ich ja schon zumindest ein U-Boot. Womit ich hier so ein bisschen Verteidigung aufgebaut habe. Es hilft uns aber auch alles nicht. Oha, Askikia ist ja noch da. Ja, okay. Die Kelten haben Spaß. Gewürze, Weltreligion. Jo, das wollen wir definitiv aufheben. So, was bauen wir hier? Ein Schlachtschiff wäre ganz nett. Flughafen kommt hier hin. Frag mich ernsthaft, was die Römer da machen.
die nur drauf warten, jetzt zum Schlag auszuholen. Müssen wir weiter warten. Müssen wir jetzt erstmal weiter warten. Hilft ja alles nichts. Okay. Hier ging auch Krieg. Vancouver ist in Ehrfurcht vor euch. Was können wir denn hier bauen? Stadion. Und hier bauen wir noch einen Militärstützpunkt. Hier ein Krankenhaus. So, nächste Runde. Oh nein! Das Pentagon wollten wir bauen. Manchmal ist das schon Arsch. Das Geile ist, wenn die mir jetzt quer kommt, dann werfe ich eine Atombombe auf Rom. Dauert nur noch zwei Runden, also jetzt nach denen noch eine, bis wir die Atombombe bauen können. Das werde ich auch definitiv bauen. Ich werde sie auf alle schmeißen, nämlich angreifen. Ob ich damit die ganze Weltwirtschaft zerstöre. Ein großer Künstler. Laser, verstehe. Machen wir mal ein goldenes Zeitalter beginnen. So, was können wir bauen? Die Universität von Oxford. Das ist da was. Das machen wir jetzt einfach mal eben. Oh. Schnell fertig, wollte ich sagen, aber ist wohl so. So, und hier machen wir einen Nachrichtendienst. Wir verdienen jetzt schon ganz schön, also 210. Ach, wir können den Panzerwagen da aufrüsten, sehe ich gerade. Das wäre mal eine alternative Idee, die wir jetzt mal machen könnten. Und wir bauen dann gleich eine Atombombe. In Gusiota am besten. Die kaufen wir uns da einfach. Dann kann ich es nämlich gleich auf seine Hauptstadt Jetzt schmeißen. bin ich der Tod geworden. So, wo bist denn vorher lang? Voriger Weg, 16. Kannst du irgendwo was anderes machen? Nach Lissabon. Aber sonst gibt es auch nichts Besseres, ne? Ja, dann gehen wir da hin. Forschung. Raketentechnik. Du hattest den vorigen Weg nach 28. Nach Lissabon. Und es gibt nichts Besseres. Also behalten wir das. So. Produktion ändern. Nee, zurück. Kauf. Eine Atombombe. Übel. Und du kannst hier hin? Schon Lufttransportmodus machen. Ach ja, dann kann ich die überall hinschicken, wo ein Dingens ist. Das ist cool. Er kann das hier nicht beenden.
Das ging mir jetzt ein ganz klein bisschen auf den Sack. So, das machen wir fertig. So, kannst Modernisierung bauen, aber gehen wir nicht auf den Keks. Oh, jetzt wird das langsam kritisch hier. Aber ich werde nicht die Kriegserklärung machen. Nein, ich will keine Pferde. Krasses Pferd. Ich werde auf jeden Fall nicht die Kriegserklärung machen. Weil ich kein Kriegstreiber sein will. Ich bin jetzt schon der Schreckliche. Pocatello der Schreckliche. Wahrscheinlich, weil ich immer die Armee Irokesen eingenommen habe. Es tut mir auch sehr leid. Yay! Dann können wir damit nämlich mal in Richtung hier fahren. Und ich kann jetzt eine freie Technologie wählen. Gut, ich komme mal daran. Das ist gut. Grand River können wir einen. Boah, das wäre so krass. Da könnten wir echt eine ganze Menge machen. Kernkraftwerk. Ich finde, hier bauen wir noch ein Kernkraftwerk. Das wird so übel. Und hier bauen wir noch ein Kernkraftwerk. Hier bauen wir kein Kernkraftwerk. Wieso nicht? Naja, egal. Panzerabwehrkanonen. Könnten wir hier machen. Die können wir jetzt zu Bazooka. Klasse, die habe ich doch gerade erst aufgerüstet. Naja, egal. Und wo war noch einer? Sagt mal schnell. Hä, hatte ich nicht mehrere? Hier ist er. Panzer. Bam, bam, bam. Da. Zack. So. Was bauen wir denn mit dir? Öffentliche Schule. Mit dir bauen wir eine Waffenkammer. Irgendwie wünsche ich mir jetzt ein bisschen, dass Rom mich angreift. Gold, Pferde? Nein! Wobei es ziemlich krass wäre, wenn Rom zum Beispiel sich als allererstes auf mich stürzen würde mit einer Atombombe, das wäre ziemlich hart. Boah, jetzt kann ich sie auch noch zu Kampfhubschraubern aufwerten. Übel. Produktion wählen. Dann wählen wir hier wieder den Wohlstand. Hier könnten wir einen Flughafen bauen. Skatenreich hat Persien denunziert. Und wir sind in der nächsten Runde. Aber Freunde, wie es in der nächsten Runde weitergeht, ob wir dann eventuell doch mal nochmal die Atombombe werfen können, das erfahrt ihr leider erst beim nächsten Mal, weil wir sind schon wieder am Ende. Diesmal war ich leider nicht so gesprächig, tut mir auch leid, aber es gab jetzt nicht so viel zu erzählen. Es ist nicht viel Spannendes passiert, aber davon, damit muss man auch klarkommen, sage ich immer. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut gerne wieder bei uns rein, bei Amüsiertablette. Wir haben auch noch viele andere Spiele, die wir spielen.
Guckt gerne auch da mal rein, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.